Willkommen zurück zu Blitzkrieg 3, eine neue Folge. Und wie letztens schon bekannt gegeben, werden wir dieses Jahr diese Folge wieder in den Mehrspieler gehen. Und denn wir haben was Großes vor, wir werden umziehen, wir werden einen Umzug vollenden, denke ich jetzt. Wir wollten, ich glaube, mal was forschen oder so, ja, das war es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall geht es auf eine neue Karte. Und ja, mal sehen, wohin es uns denn führt. Und wie es dort aussehen wird. Und ob wir uns eine Verteidigung gleich bauen können und so weiter. Viele Fragen. Mal sehen. So, wenn es hier geladen hätte, könnten wir starten. Es kommen wieder einige Updates raus. Wie immer. Aber was sehr gut ist. Und es ist immer noch Early Access. Und es ist noch viel zu anderen machen wahrscheinlich. Kleine Fehlerbehebung. Optimierung, Ausgleichung und so weiter. So, das klingt schon mal gut. Und da sind wir, unsere Lage sind voll. Ist auch schön. Und können gucken, Forschungswesen, wie viel brauchen wir denn hier für unsere Sache? Neue Karte. Drei Kontrollpunkte. Okay, brauchen wir also Pakete sozusagen und Treibstoff brauchen wir für die Truppen, die hatten wir letztens nicht verbessern können. Hier sowas, das werden wir dann machen auf der neuen Karte. Es geht los, wir ziehen einfach mal um und zack, und da wird die Basis abgerissen im Hintergrund. Also beschweißt und abgebaut mit unserem Abtransport und zur Verlegung beigetragen, und dann geht's los auf die neue Karte. Bin ich gespannt. Befestigungsanlagen werden geladen. Da bin ich gespannt, ob wir schon welche haben. Oder ob das bloß dort steht als Begründung des Ladebildschirms. Oh, hier sind Gunmarks an der Stuck. Krasse Sache. Jetzt sind wir da. Verlegung erfolgreich. Für eine erfolgreiche Offensive an den Teil der Front erhalten sie zu sehr Ressourcen. Na toll, hätten wir doch noch forschen können. Ich krieg die Krise. Klein Italien sind wir. Ah, das ist ja nicht schlecht. So. Klar, weiterziehen. Nein, natürlich nicht. Lass erstmal gucken. Oh, die ganzen Gebäude. Okay, Baubunker stehen schon da. Und auch so. So, schon irgendwas. Ach, hier Minen. Ist schon einiges einmal stationiert. Die ganzen Sachen wahrscheinlich, und die können wir noch rausnehmen. Also ist alles schon, und das ist dann zu viel. Also wahrscheinlich steht, ja, das Mögliche steht alles schon. Gar keine Haubitzen, das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Schwierig, schwierig, schwierig. Okay. Hier mal so ein Stützpunkt. Die haben sie verlegt. Früher war das, glaube ich, hier. Also hier haben wir einen. Hier natürlich eine Haubitze, das ist genial. Den ich schon reinschießen kann, wenn die hier starten. Das wäre nicht schlecht. So, gucken wir mal, was wir da hier haben. Eine Flak. Noch eine Panzerabwehr. Ja.
das ist blöd, dass wir die nicht einsetzen können. Aber na gut. So, wenn wir das machen würden, gibt es den PZ4. Ausführung H. Mit Schottpanzerung. Okay, das ist wahrscheinlich das Ganze hier. Den hier. Oh. 28.000 kostet der. Uiuiui. Nicht schlecht. So, Kaserne. Gelbes Infanterietruppen neue. Level 4. Okay, Versorgung, Versorgung haben wir so noch keine. Also von den Truppen hier. Das können wir alles noch machen. Aber vorher... Also schwierig. Ich würde denke ich mal das auf jeden Fall erstmal ausbauen. Umso mehr kann man lagern. Das hätte ich keinen Schreck gekriegt, das ist 85 nur wenig. Aber das machen wir. Können wir sogar noch mal machen. Können wir machen das einfach. Dann haben wir das fertig. Der Holzhaufen hier. Kurs als Lager. Gucken wir mal, das ist eine Verkurse. Wie das da aussieht. Ah, gut. Tut sich nicht. Immer noch Rauchen verboten. Warum auch? So, und dann kann man nicht mit unseren übrig gebliebenen Sachen die Truppen hier ausbilden. Das was noch fehlt. Hier die Jagdpanzer zum Beispiel. Aber auch Leute hatten wir, glaube ich. Noch zum Ausbilden. Mehr. Vielleicht könnten wir sogar das noch machen. Angriffsreichweite der Waffen nach Halbzeit. Wäre auch relativ geil, die Nachladezeit bei den Raketenwerfern. Keine Scharfschützen. Sichtweite 10 Meter. Ich denke mal, das machen wir erstmal noch. Und tun die verbessern. Oder haben die das jetzt schon? Ach hier, Scharfschützen. So. Da können wir noch bei der Panzerbill was machen. Denn ein bisschen haben wir noch. Das war's. Ende der Fahnenstange. Ach, da gibt's viele Sachen wieder neu. Gut, dann tun wir jetzt mal die Fronten, aufrüsten. Das ist ganz gut, dass wir da schon sowas haben. Ich frage mich, ob wir... Warum? Ah, ich darf bloß in dem Bereich. Ah, das ist ja krass. Dass wir hier nichts machen können. Für ein Viereck hier. Okay. Was macht der denn hier?
Der düst hier rum. Ich glaube, es hackt. Na gut, dann ist die Frage, wo man das jetzt am einstellen. Denn das hier können wir ja... Okay. Nicht bewegen. Das ist sozusagen stationär. Komisch, komisch, aber okay. Da bin ich mir sehr unschlüssig gerade. Wie gesagt, ich würde lieber eine ganz schöne große Haubitze hinstellen in der Mitte. Einmal erstmal die Panzer und so. Dicken würde ich erstmal hier hinstellen. Fest stationiert, logischerweise. So. Dann haben wir hier eine Flak. Wie es ausschaut. Hier würde ich lieber so ein Tiger P hinstellen für den Häuserkampf, dass sie sich bewegen können. Nicht fest. Müssen sie sowieso dann wahrscheinlich nach jedem Angriff neu optimieren. Die ganze Geschichte. So. Da würde ich auch nicht festmachen. Komm, wir schlagen ihn zurück. Schon hingesetzt. Ja, mal sehen. Wir haben eine halbe Verteidigung bloß. Mal schauen. Wie das wird. Obwohl wir überhaupt den Schild hatten, verstehe ich gerade gar nicht. Hatten oben noch ein aktives Schild. Der wird sich jetzt freuen, weil es so wenig. Also wenn wir das zurückschlagen können, dann wäre ich überrascht. Aber gemeiner Überfall. Man weiß nie, wann der Feind zuschlägt. Oh mein Gott, es regnet. Es regnet. Jetzt bin ich ja gespannt, was hier abgeht. Können wir den nicht fertig machen? Ah ne, der fährt schon los. Der fährt los. Es regnet in der Wüste. 174 Punkte. Von 345. Ja, das ist ja toll. Ich dachte, dass wir ihn festgemacht haben. Also coole Effekte mit den Muskeln. Und schon alles sehr grau. Position halten. Das ist von unserer Verstärkung. Okay. Soll ich das verstehen?
Ist da irgendwo eingetroffen? Der Panzer. Noch nicht so richtig begriffen. Alles bereit. Hä? Komisch. Ach hier. Das ist der, das wäre der Base der. Warum gehe ich denn bitte immer auf die... auf den Chatfenster? Komisch. Ja, muss ich ganz reinfuchsen jetzt mal hier. Weiß keiner warum. Wie es ja das gedacht ist. Bomber. Aufklärungsflugzeug. So, wir haben jetzt feinen Kontakt. Wo werden wir gebraucht? Sie verkratzt. Jawohl, Kommandant. Was war das denn, bitteschön? Hier. Los, los, los! Das ist ja krass, was hat der denn bitte schön? Zwei Isus. Stehen dort immer noch. Ja, schöner Mist. Also wie gesagt, habe es gerade abgebrochen gehabt. Das war's gewesen. Aber weiß gar nicht, warum jetzt gerade die Aufnahme abgebrochen hat. Hab mich ja schon wieder tot gelabert und hab damit bekommen, tut gar nicht aufnehmen. Naja. Also wie gesagt, wir hatten klaglich verloren, 26.000 verloren. Sozusagen alles, was wir jetzt hatten. Das freut natürlich sehr. Gut, aber wie gesagt, ich hatte dann eigentlich schon im Weiteren das alles aufgeteilt und so weiter. Kann ich mal kurz fix zeigen. Also das unten habe ich jetzt mal verwahrlost. Dann habe ich hier die Panzersperren reingemacht und ein paar Minen rein. Dann habe ich mir den Jagdpanzer und eine Haubitze ergattert. Dafür musste eine Flak drauf gehen. Und eigentlich glaube ich ein Panzerabwehrgeschütz. Und versuchen... ist halt sehr geil, die hat diesen riesen Radius und dadurch kommt die eben relativ gut hin. Da versuche ich, dass man dann hier schon früh die mit vernichten können und dann kannst du vielleicht mit der drüben auch mit reinwirken, wenn sich den dreht. Dann haben wir wie gesagt den Panzer mit drin, den Panzerabwehrgeschütz und auch noch die
das Geschütz hier. So, so sieht das bei dem Punkt aus. Dann in der Stadt haben wir hier mal dicht gemacht, die Gasse. Dürfte vielleicht nichts durchkommen. Dann steht auch wieder der TKP hier in der Bunker. Hier sind die Panzerfaust Menschen drinne. Dann habe ich hier einen MG-Trupp reingeschickt und ganz normal den Mörser. Jetzt kann der MG-Trupp, können wir den noch verbessern. Da, nee. Ja, und dann guckt in die Gasse, guckt das Panzerabwehrgeschütz. Da mal eine Flak stehen und hier noch der Panzerbüchse. Haben wir dort noch. Und hier nochmal die mit dem Raketenwerfer. Ja, das ist die Stadt gewesen. Und hier habe ich dann auch nochmal hier die Stellung ein bisschen höher gezogen und zusammen. Und den hatten wir ja eigentlich schon hingestellt gehabt. Warum jetzt die Leute, sollen wir nicht mal in die das Gebäude reingehen? Ist wahrscheinlich bloß, dass wir wirklich nur in Zivilgebäuden rein können. Und der Panzer, ja, der kann, ja, wir lassen ihn stehen, falls sie dann wirklich bis durchkommen. Und von daher, wie gesagt, guck mal, wann in der nächsten Folge werden wir wieder eine historische Schlacht machen. Freue ich mich auch schon wieder drauf. Und dann, wie gesagt, werden wir hier weiter gucken. Wir müssen erstmal gucken, ob uns überhaupt alles klappt, was wir jetzt hier so geplant haben. Vielleicht hat uns den Angriff, wir können uns die Wiederholung angucken und auswerten. Und darauf dann, ist aber sehr viereckig der Motor dort, die Gefecht auswerten, dann vielleicht darauf reagieren. Ein bisschen was umbauen und ändern. Aber so, denke ich mal, haben wir es erstmal so ein bisschen verteilt, die ganze Sache. Die ganze Abwehrsache. Und den Bunker. Lassen wir mal hier oben stehen, mal sehen, ob das geht. Ja, gucken wir mal. Gut, dann, wie gesagt, werden wir uns dann in der nächsten Folge sehen. Dann wieder historische Schlacht. Und dann die Folgende drauf, werden wir uns die Anlage hier testen. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns demnächst. Ciao.